Herzlich willkommen zu einer neuen Feldexkursion. Die letzten Gewitter oder auch Regenschauer haben dazu geführt, dass Cercospora-Blattflecken in den Rüben wieder stärker zunehmen. Also diese feuchtwarme Witterung sind optimale Bedingungen für Infektionen von Blattflecken in Rüben. Auch schon hohe Luftfeuchtigkeit verstärken oder begünstigen den Befall von Cercospora-Blattflecken. Das sind ja die ganz kleinen weiß-grauen Flecken mit dem roten Rand auf den Blättern. Dieser Krankheit kann sich relativ schnell auf den Blättern ausbreiten und auch zu dem Absterben von Blättern an Rüben führen. Auch wenn die Rübe dann relativ schnell wieder neue Blätter nachschiebt, geht das einfach auf Kosten von Qualität und Ertrag. Es gibt natürlich auch andere Rübenkrankheiten wie den echten Mehltau oder auch den Rübenrost, die sich negativ auf die Rübe auswirken. Und im Vergleich zu Cercospora wirkt sich der echte Mehltau noch gravierender auf die Qualität aus, nämlich der Alpha-Amino-N-Gehalt steigt deutlich an. Cercospora zerstört ja die grüne assimilatorische Blattfläche, aber der echte Mehltau als obligater Parasit bildet keine Toxine und saugt einfach nur die Assimilate immer weiter heraus und führt dazu eben zu diesen starken Qualitätseinbußen. Haben Sie ausreichend Stickstoff gedüngt oder bewirtschaften Sie einen Standort mit einer hohen N-Nachlieferung, dann kann dieser hohe N-Pool dazu führen, dass eben Ihre Rüben auch schneller mit Mehltau befallen werden. In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, dass die Bohrversorgung der Rüben sichergestellt ist. Einerseits ist natürlich die Bohrversorgung generell für die Rübe notwendig, andererseits besonders unter trockenen Bedingungen, weil natürlich auch Bohr festgelegt wird, aber auch für die Anfälligkeit gegen Krankheiten oder die Resistenz gegen Krankheiten ist die Bohr- und Nährstoffversorgung das A und O. Es ist jetzt entscheidend, wann Sie die letzte Fungizidmaßnahme durchgeführt haben, dann natürlich auch, welche Wirkstoffe und welche Aufwandmengen Sie eingesetzt haben. Viele Wirkstoffe haben eine Dauerwirkung von 18 bis 21 Tage. Und als nächstes stellt sich halt die Frage, wann ist Ihr Rodetermin und welche Abbauraten haben eben Fungizidwirkstoffe, falls Sie jetzt wirklich nochmal über eine weitere Maßnahme nachdenken müssen. So, das war's für heute. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche. Wir sehen uns nächsten Mittwoch. Tschüss!